Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 3. Juli 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Relativ große Frontverschiebungen werden heute an vielen verschiedenen Abschnitten der russisch-ukrainischen Frontlinie registriert. Im Folgenden werden wir diese Stück für Stück besprechen und uns somit einen Überblick über die aktuelle Situation an der Frontlinie verschaffen. Wir starten im Süden der Region Donetsk am Mokri-Jale-Fluss. Auf der Westseite des Flusses konnten die russischen Streitkräfte die verbliebenen Häuser in der Siedlung Staromajorske besetzen, genauer gesagt die verbliebenen Ruinen im Norden der Siedlung. Russische motorisierte Infanterie konnte um bis zu 400 Meter in nördlicher Richtung vorstoßen und das an einigen Straßen. Letztlich konnten die russischen Truppen sich an der Molodyschner Straße festsetzen. Der Frontverlauf wurde folglich angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Damit steht zum heutigen Tag der ehemals bewohnte Teil von Staromajorske vollständig unter russischer Kontrolle. Von einer vollständigen russischen Kontrolle der Siedlung ist genau genommen noch nicht die Rede. Diese Lagerhallen im nördlichen Teil von Staromajorske liegen innerhalb der administrativen Grenzen der Siedlung und sind bislang noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dies innerhalb der nächsten Tage oder Wochen geschehen wird, zumal die russische Seite den Angriffsdruck hochhält. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen inzwischen, die Verteidigung an diesem Waldstrich zu halten. Dort kommt es bereits zu den ersten Kämpfen. Die graue Zone wurde bis zu diesem Abschnitt des Waldstrichs erweitert. Russische motorisierte Kräfte greifen nun außerdem entlang der Molodyschner Straße in nordwestlicher Richtung an. Die russische Infanterie versucht aktuell, sich an diesem Waldstrich festzusetzen. Auch hier wurde die graue Zone erweitert. Es kommt weiter zu Kämpfen. Auf der anderen Seite des Flusses gelingt dem russischen Militär kein wesentliches Vorrücken in der Siedlung Urozhaine. Dort bleibt der Frontverlauf unverändert. Als nächstes springen wir an den Frontabschnitt Vuhledar, etwa 40 Kilometer östlicher. Teile der russischen 155. Marineinfanteriebrigade konnten zusammen mit der 36. Schützenbrigade im offenen Gelände vorstoßen. Betroffen ist dabei der Bereich nördlich der Siedlung Volodymyrovka und östlich der Kleinstadt Vuhledar. Seit ein paar Wochen hat die ukrainische 72. Mechanisierte Brigade mit russischem Offensivdruck an diesem Abschnitt zu kämpfen. Im Laufe der letzten Tage gelang es den russischen Streitkräften, ein relativ großes Stück Gelände zu erobern. Der russische Vorstoß betrug bis zu 2 Kilometer in westlicher Richtung, wobei zahlreiche Waldstriche von der russischen Infanterie besetzt wurden. Die Rede ist von den Waldstrichen, die hier auf der Karte zu erkennen sind. Außerdem konnte die russische Infanterie die dort liegenden Stellungen besetzen. Der Frontverlauf wurde folglich korrigiert. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. Die russischen Streitkräfte nähern sich hier nach und nach der O0532-Straße. Ein Erreichen der Straße im Laufe des Sommers wird zunehmend realistisch. Mit einem weiteren Vorstoßen in dieser Richtung können die russischen Streitkräfte den Druck auf die Kleinstadt Vuhledar an der östlichen Flanke vergrößern. Damit hätten wir auch diesen Abschnitt geklärt. Als nächstes springen wir in die kleine Frontstadt Krasnogorowka. Die russische 5. Schützenbrigade unternimmt weitere Angriffe auf das Zentrum der Stadt und greift in nördlicher Richtung an. An 13 Straßen im westlichen Teil der Stadt konnte die russische 5. Brigade nun vorstoßen. Ich werde die Straßen jetzt nicht alle aufzählen. Kurz gesagt betrug der russische Vorstoß an diesem Abschnitt um bis zu 200 Meter, an diesem Abschnitt bis zu 150 Meter und an der Horkowo- und Parchomenka-Straße waren es bis zu 500 Meter. Auch hier wurde am Frontverlauf eine Korrektur vorgenommen. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Die russische 5. Brigade bewegt sich langsam in nördlicher Richtung unter Widerstand der ukrainischen 80. und 117. Brigaden sowie Teile der 59. Brigade, die zeitgleich im Bereich der Siedlungen Karljewka und Newelske aktiv ist. Ukrainische Soldaten sprechen von einer sehr schwierigen Situation und erwarten, dass die Besatzer zeitnah den nördlichen Teil der Stadt einnehmen werden. Das bleibt die herrschende Meinung auf der ukrainischen Seite, obwohl der russischen Seite ein Vorrücken nur sehr langsam gelingt.
Ein bekannter ukrainischer Militärblogger fordert die eigene Militärführung dazu auf, diesem Abschnitt mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Der Vollständigkeit halber ist noch anzumerken, dass die administrativen Grenzen der Stadt an dieser Linie verlaufen. Als nächstes springen wir an den Frontabschnitt Pokrovsk. Am Abschnitt, den wir gestern bereits besprochen haben, wird ein weiterer russischer Vorstoß registriert. Wie erwartet konnten die russischen Streitkräfte den Waldstrich nördlich der Siedlung Jewgenjewka vollständig sichern und auch die zwei ausgebauten Stellungen einnehmen. Die Rede ist von diesem Waldstrich. Damit haben wir die hier erwartete Frontbegradigung vor der Siedlung Prochres. Entlang der Eisenbahnlinie hält die russische Militärführung den Druck besonders hoch und versucht, in Richtung der Siedlung Prochres durchzubrechen. So gelang es dem russischen Militär hier in den letzten 24 Stunden, um bis zu 1,5 Kilometer in Richtung der Siedlung vorzurücken. Gerade dieser Abschnitt wird sehr schwer umkämpft. Beide Seiten führen relativ große Kräfte in den Kampf. Artillerie- und Drohneneinheiten sind ständig im Einsatz. Die ukrainischen Streitkräfte versuchen aktuell, die vorrückenden russischen Truppen vor diesem Waldabschnitt zurückzuhalten. Der Frontverlauf wurde korrigiert. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser rote Bereich von der grauen in die rote Zone. Somit stehen die russischen Streitkräfte nur noch knapp einen Kilometer vor der Siedlung Prochres, die direkt am Ursprung des Wowtscha-Flusses liegt. Als nächstes schauen wir uns die Situation am Frontabschnitt Gorlovka an, konkret im Bereich der Siedlung New York. Ich muss zugeben, dass mich persönlich das heutige Update von diesem Abschnitt überrascht hat. Ich denke, damit hat niemand so richtig gerechnet. Lassen Sie uns direkt diese Frontverschiebung besprechen. Kurz zur Definition der administrativen Grenze von New York. Diese verläuft in etwa an der hier eingezeichneten gelben Linie. Wir hatten in den letzten Tagen, / Wochen bereits besprochen, dass die russischen Streitkräfte südlich der Siedlung aktiver wurden. Es gab Hinweise für erste Kämpfe im südlichen Teil des Dorfes, an der Tschepajewa und der Salisner Straßen. Genaue Informationen gab es jedoch nicht. Nun räumt die ukrainische Seite plötzlich einen Durchbruch der ukrainischen Verteidigung ein, sowie einen tiefen russischen Vorstoß in Richtung New York. Betroffen ist dabei ein Frontabschnitt auf einer Breite von etwa einem Kilometer. Entlang der Eisenbahnlinie an der Grenze von New York konnten die russischen Streitkräfte um bis zu 4 Kilometer tief vorstoßen. Dabei gelang es den russischen Truppen, in der kleinen Siedlung Jurjewka Fuß zu fassen und den größten Teil des Dorfes einzunehmen. Die kleine Siedlung fällt zum heutigen Tag überraschend fast vollständig an das russische Militär. Die ukrainischen Streitkräfte haben sich aus der Siedlung definitiv zurückgezogen. Die russische Seite festigt sich aktuell im westlichen sowie im östlichen Teil der Siedlung. Wir können davon ausgehen, dass spätestens zum morgigen Tag die russische Seite die volle Kontrolle über die Siedlung erlangen wird. Und südlich von Jurjewka fallen einzelne Waldabschnitte und Stellungen an die russischen Streitkräfte. Das zur westlichen Seite des Krivitorez-Flusses, der durch die Siedlung New York fließt. Auch auf der anderen Seite des Flusses konnten die russischen Streitkräfte Gelände gewinnen. Das betrifft also den südlichen Teil von New York. Die russische Infanterie konnte nahezu die gesamte Tscherpajewa-Straße einnehmen. Die Straße ist hier zu sehen. Hinzu kommen einzelne Häuser kleiner Seitenstraßen, die ebenfalls an die russische Infanterie fallen. Aktuell versuchen die russischen Streitkräfte, die zwei größeren Straßen, die noch nicht unter russischer Kontrolle sind, einzunehmen. Die Rede ist einmal von der Perschotravneva Straße und einmal von der Salisner Straße. Damit gemeint sind diese zwei Straßen, die nun in der grauen Zone liegen. Das ukrainische Militär hat sich de facto vollständig aus dem südlichen Teil von New York zurückgezogen. Auch hier ist also davon auszugehen, dass die russische Seite zeitnah die volle Kontrolle über den südlichen Teil von New York erlangen wird. Am Frontverlauf wurde eine verhältnismäßig große Korrektur vorgenommen. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. Am heutigen Tag ist das aus ukrainischer Sicht die schlechteste Nachricht. Das liegt an dem plötzlichen Überwinden der ukrainischen Hauptverteidigungslinie an diesem Abschnitt. Noch dazu verfügt die Ukraine hier über nicht allzu große Kräfte. Die ukrainische Militärführung hatte den Abschnitt zugunsten anderer Abschnitte geschwächt, weil es hier die letzten Jahre über weitestgehend ruhig war. Nun muss die ukrainische Militärführung schnell reagieren und Verstärkung hierhin verlegen, um die Verteidigung noch vor dem Zentrum von New York zu stabilisieren.
Ansonsten wird das russische Militär schnell vordringen und an den Durchbruch anknüpfen können. Angesichts des russischen Erfolgs ist davon auszugehen, dass die ukrainischen Streitkräfte zeitnah auch diesen Bereich verlassen werden. Ein Rückzug bis an die Grenze von New York ist realistisch, um die Frontlinie zu begradigen und die Verteidigung zu verbessern. Die Information über die heutige Frontverschiebung ist noch relativ neu. Ich denke, in den nächsten Tagen werden noch einige wichtige Informationen ans Licht kommen. Aktuell herrscht natürlich sowohl an der Front als auch in sozialen Medien regelrecht ein Chaos. Tiefere russische Vorstöße als der soeben besprochene werden zum heutigen Tag nicht bestätigt. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich keine konkreten Angaben über die Kampfstärke und die hier eingesetzten russischen Verbände. Auch auf der ukrainischen Seite gibt es keine genauen Informationen. Gestern gab es lediglich die Information, dass das russische Militär in den letzten Tagen mit bis zu einem Bataillon in Richtung der Siedlungen New York und Jurjewka angegriffen hat. Um welchen Verband es sich dabei handelt, bleibt unklar, vermutlich aber um Teile der 132. Brigade des 1. Armeekorps. Sobald ich an Details komme, werde ich das umgehend ansprechen. Wir können davon ausgehen, dass die russische Militärführung angesichts des Durchbruchs den Druck verstärken wird und weitere Kräfte in den Kampf führen wird. Wir werden diesem Abschnitt in den nächsten Tagen natürlich mehr Bedeutung schenken und die weiteren Entwicklungen besprechen. Ich denke, es kommt da noch einiges auf uns zu. Abonnieren Sie gerne diesen Kanal, um die weiteren Entwicklungen nicht zu verpassen. Bevor wir an den nächsten Abschnitt springen, habe ich noch eine kleine Bitte an Sie. Ich habe heute nahezu den gesamten Tag mit Recherche und der Erstellung dieses Berichts verbracht. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie Ihre Wertschätzung in Form eines Daumen nach oben unter dem Video zeigen würden. Diese kostenlose Unterstützung kostet Sie nur wenige Sekunden, hilft dem Kanal jedoch enorm weiter. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Damit springen wir an den nächsten Frontabschnitt und zwar in den Bereich der Stadt Chasiv Yar. Auch hier gibt es zum heutigen Tag eine wichtige Neuigkeit, was speziell das seit Monaten umkämpfte Kanalviertel betrifft. Die russische 98. Division konnte nun doch die vollständige Kontrolle über das östliche Viertel der Stadt erlangen. Alle verbliebenen Gebäude des Viertels wurden von russischen Luftlandetruppen besetzt. Das betrifft sowohl das Industriegebiet als auch die mehrstöckigen Gebäude, die hier zu erkennen sind. Auch das russische Verteidigungsministerium bestätigte heute die vollständige Kontrolle des Kanalviertels. Zudem konnten die russischen Truppen diesen Abschnitt der Eisenbahnlinie sichern und auch im Bereich des Waldes den Kontrollbereich vergrößern. In Summe haben wir einen russischen Vorstoß um bis zu 600 Meter zum Siversky-Donez-Donbass-Kanal. Der Frontverlauf wurde folglich auch an diesem Abschnitt korrigiert. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Die ukrainische Militärführung musste sich für das entscheiden, was sich lange angebahnt hatte, nämlich der Rückzug hinter den Kanal und die Einnahme der dort ausgebauten Verteidigungslinie, und zwar dieser Linie. Die ukrainische Logistik war in den letzten Wochen über den Kanal stark beeinträchtigt. Es gab keine einzige Brücke, die noch richtig instand war. Lediglich einige improvisierte Übergänge wurden zur Versorgung und Rotation mit der anderen Seite des Kanals genutzt. Diese Übergänge standen ständig unter russischem Artilleriefeuer, was den ukrainischen Kräften die Versorgung und Rotation erschwerte. Darüber hinaus erschwerte der Zustand der Gebäude im Kanalviertel das Halten des Viertels. Diese gleichen nämlich inzwischen Ruinen, an denen ein Festhalten nur schwer möglich war. Das berichten ukrainische Militärblogger. Nun haben die ukrainischen Kräfte sich vollständig hinter den Kanal zurückgezogen und diese Stellungen hinter dem Kanal eingenommen. Die ausgebauten Stellungen sind auf der Karte wie immer in Schwarz zu erkennen. Die ukrainische Militärführung hatte sich darauf schon lange vorbereitet und wird jetzt versuchen, die Frontlinie entlang des Kanals langfristig zu stabilisieren. Der Rückzug sollte die ukrainische Verteidigung erleichtern, vor allem mit dem Kanal als Barriere. Laut russischen Aussagen verfügt die Ukraine westlich des Kanals über gut ausgebaute Stellungen und Bunker. Es ist somit mit einer Intensivierung der Arbeit der russischen Luftwaffe zu rechnen, vor allem was den Abwurf von Fliegerbomben betrifft. Etwas nördlicher des Kanalviertels bleiben ukrainische Soldaten auf der Ostseite des Kanals präsent. Das betrifft konkret diesen Waldabschnitt sowie die Siedlung Kalinjewka. Die russischen Streitkräfte verstärken nun an diesem Abschnitt den Druck, um auch hier die ukrainischen Kräfte hinter den Kanal zurückzudrängen.
So viel zur aktuellen Situation am Frontabschnitt Chasiv Yar. Nach mehreren Monaten ist also doch das Kanalviertel der Kleinstadt gefallen. Weiter geht's an die nördliche Frontlinie, konkret an den Frontabschnitt Kremina-Svatove. Dort hat sich aus ukrainischer Sicht die Situation in der Siedlung Makiivka weiter verschlechtert. Die ukrainische Seite bestätigt ein russisches Eindringen in die Siedlung an zwei Abschnitten. Einmal an diesem Abschnitt in den zentralen Teil und einmal im nördlichen Teil in diese Richtung. An beiden Abschnitten konnte die russische Infanterie sich im Dorf selbst festsetzen. Die nördlichste Straße des Dorfes ist inzwischen vollständig unter russischer Kontrolle. Tatsächlich konnte die russische Infanterie an diesem Abschnitt den Scherebez-Fluss erreichen. Insgesamt gelang dem russischen Militär auf relativ breiter Front ein Vorstoß um 500 bis 800 Meter. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. Die graue Zone wurde ebenfalls vergrößert und reicht nun in das Dorf hinein. Laut russischen Angaben hat sich das ukrainische Militär inzwischen hinter den Scherebez-Fluss zurückgezogen. Das würde bedeuten, dass das ukrainische Militär westlich dieser gelben Linie sich befindet. Beidseitig bestätigt wird diese Meldung vorerst nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das innerhalb der nächsten Tage geschehen wird. Damit hätten die russischen Streitkräfte den Scherebez-Fluss an diesem Abschnitt erreicht und hätten nun die Möglichkeit, den Druck auf die Siedlung Newske, die südlicher von Makiivka liegt, zu erhöhen. Auch an diesem Abschnitt ist in den nächsten Tagen mit weiteren Frontverschiebungen zu rechnen. Diese werden wir natürlich weiter auf dem Kanal verfolgen. So viel zur aktuellen Situation an der russisch-ukrainischen Frontlinie. Das ukrainische Militär unternahm in der letzten Nacht einen Drohnenangriff mit zwei unbemannten Seedrohnen. Attackiert wurde die russische Hafenstadt Novorossiysk. Im Bereich des Hafens waren mehrere Explosionen zu hören. Letztlich wurde der ukrainische Angriff vollständig abgewehrt. Wichtige Objekte konnten die ukrainischen Drohnen höchstwahrscheinlich nicht treffen. Im Laufe des heutigen Tages jedoch gelang dem ukrainischen Militär ein Angriff auf ein russisches Munitionsdepot in der Stadt Donetsk. Einwohner der Stadt veröffentlichten heute Nachmittag Bilder mit aufsteigendem Rauch. Auf einigen Videos sind Folgedetonationen zu hören gewesen. Vermutlich konnte das ukrainische Militär ein russisches Munitionsdepot in der Stadt treffen. Darüber hinaus gab es Informationen über einen Angriff auf das Industriegebiet der Stadt. Es bleibt jedoch ungeklärt, welches Objekt dort getroffen wurde. Die russische Luftwaffe beschoss heute Morgen die Großstadt Dnipro mit gelenkten Raketen und Drohnen. Ukrainische Quellen meldeten schwere Explosionen in der Stadt. Videos von Einwohnern der Stadt zeigen mehrere Explosionen als Folge des Einschlags russischer Raketen. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, darunter ein Einkaufszentrum. Hauptangriffsziel war das Gebäude des Rüstungskonzerns Yuzhmash auf der Westseite des Dnjeprflusses. Mindestens zwei russische Raketen konnten das Objekt treffen. Der Ausmaß des Schadens ist natürlich nicht bekannt. Laut Aussagen von Menschen vor Ort haben weitaus mehr als zwei Raketen das Objekt getroffen. Es ist zwar schwierig, die genaue Zahl nachzuvollziehen, jedoch deuten auch Videos vor Ort darauf hin, dass mehr als zwei Raketen die Fabrik treffen konnte. Auf diesem Video ist der Einschlag zweier Raketen zu erkennen, wobei schon vor dem Einschlag aufsteigender Rauch zu erkennen war. Als Folge des Angriffs wurden vier Menschen getötet und mehr als 30 Menschen verletzt. Der ukrainische Generalstab verkündete heute Morgen den Abschuss von 11 Flugkörpern in der Region der Großstadt Dnipro, darunter einer von drei Marschflugkörpern des Typs Iskander-K, vier von vier gelenkten Raketen des Typs H-59, fünf von fünf Angriffsdrohnen des Typs Shahid-136 und eine Aufklärungsdrohne des Typs Orlan-10. Gegeben der Aussagen des ukrainischen Generalstabs wurden 10 von 12 Flugkörpern, mit denen die Stadt angegriffen wurde, abgefangen. Demnach haben mindestens zwei Raketen die Stadt direkt treffen können. Konkret das Yuzhmash-Werk im westlichen Teil von Dnipro. Überprüfen lassen sich die Angaben des ukrainischen Generalstabs wie immer nicht. Gut möglich, dass mehr Flugkörper die Stadt treffen konnten. Nur wenige Stunden später wurde die Stadt Kryvyi Rih von ballistischen Raketen attackiert. Dem ging die Aktivität einer russischen Aufklärungsdrohne über der Stadt zuvor, die das Gelände auskundschaftete.
Laut örtlichen Quellen kam es zu mehreren Explosionen in der Stadt, nachdem Raketen des Typs Iskander-M von der Krim aus die Stadt trafen. Angriffsziel war wohl der Militärflugplatz der Stadt. Die russische Seite meldete heute einen erfolgreichen Angriff auf den Flugplatz und veröffentlichte diese Drohnenaufnahme. Laut russischen Aussagen wurde ein ukrainisches Kampfflugzeug des Typs MiG-29 zerstört. In den letzten Tagen haben die russischen Streitkräfte verstärkt Angriffe auf ukrainische Militärflugplätze durchgeführt und der ukrainischen Luftwaffe bedeutende Verluste zugefügt. So viel zur aktuellen Situation in der Ukraine zum 3. Juli. Wenn Ihnen mein heutiger Bericht gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie das mit einem Daumen nach oben zeigen würden. Wie gesagt, ich habe heute fast den ganzen Tag damit verbracht, diesen Bericht vorzubereiten. In diesem Sinne, wenn Sie bis hierhin geschaut haben und noch keinen Daumen nach oben dagelassen haben, dann bitte erledigen Sie das. Und wenn Sie neu auf diesem Kanal sind, dann lade ich Sie natürlich herzlich dazu ein, sich mit einem kostenlosen Abo dem Kanal anzuschließen, sodass Sie keine weiteren Geschehnisse aus der Ukraine verpassen. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Abend.